Gebt alles für Malte! Ich bleibe meinem Motto des Abends treu. Deswegen eine kleine Geschichte zuvor, die, wenn ich eine Playlist für mein erstes Mal hätte zusammenstellen müssen, wäre auf jeden Fall folgender Titel drin enthalten. Blink-182 mit All the Small Things. Bisschen süß, ne? Aber unabhängig vom ganzen Spaß, freut es mich tatsächlich sehr, hier im Finale zu stehen bei dem Slam, der tatsächlich so die erste große Bühne ist, auf der ich in meiner Slam-Laufbahn so stehen durfte. Deswegen finde ich es sehr schön und habe einen Text dabei, den ich jetzt sehr passend finde und genau deswegen auch lesen möchte für einen Menschen, der jetzt heute nicht hier ist, den ich aber eigentlich sehr gerne da hätte. Ich rede nicht von meiner Mutter, das habe ich aufgegeben. Wie gesagt, es gibt einen Menschen, an den dieser Text gerichtet ist und den ich jetzt sehr passend finde in der Situation und trägt den Titel Eine letzte Nachricht. Ich spaziere durch Hamburg. Es ist Nacht, alles voller Lichter und ich brauche eine Pause nach Bier, Bier und noch mehr Bier. Ich lehne mich an eine Hauswand, scrolle durch meine Kontaktliste und bleibe bei deinem Namen hängen. Zögere kurz, aber schreib dir doch. Hallo Köbi, ich bin gerade auf der Reeperbahn unterwegs und suche die Kneipe, in der wir beim letzten Mal versackt sind. Schade, dass du nicht dabei bist. Ich meine, wer soll mich denn jetzt auf die ganzen Runden Bier und Nougat-Wodka einladen? Außerdem könntest du uns sicher den richtigen Weg verraten. Wobei, na, so sicher bin ich mir da doch nicht, wenn ich daran denke, wie du mit Papa eingehakt aus der Kneipe und Richtung U-Bahn zum Hotel getorkelt bist. Wer weiß, wie gut dein Orientierungssinn bei diesem Pegel noch funktioniert hat. Auf jeden Fall fehlt deine fachkundige Führung durch die Stadt. Ich hoffe, es geht dir gut. Senden. Ein Häkchen, zwei Häkchen, aber keine Antwort. Ich sitze auf meiner Couch und schaue mir Trailer einiger Videospiele an. Dabei tippe ich auf meinem Handy rum, scrolle durch die Kontaktliste, sehe deinen Namen und muss dir wieder unbedingt schreiben. Köbi, hast du vom neuen Legend of Zelda gehört? Ich weiß nicht mehr, ob das das erste Spiel war, vor das du mich damals gesetzt hast. Vielleicht war es auch Monkey Island, Secret of Mana. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Und du in deinem Alter wirst mir da wahrscheinlich auch nichts mehr Genaues zu sagen können, aber ich weiß noch genau, dass Zelda dir immer tierischen Spaß gemacht hat. Es dauert zwar, bis ich den neuen Teil endlich habe, aber ganz im Ernst, ich hätte Bock darauf, mit dir auf der Couch zu sitzen und das Spiel anzugehen, sobald ich es hier habe, so wie früher. Danach ziehe ich dich auch gerne in einer Runde Mario Kart ab, das Schicksal bringe ich schließlich über jeden in unserer Familie. Senden. Ein Häkchen, zwei Häkchen und wieder keine Antwort. Ein Späti in Berlin. Ich finde, diese eine Flasche Bier im Kühlregal, muss schmunzeln, nehme sie heraus und kaufe sie mir als erstes Getränk in einen langen Abend. Ich scrolle danach durch meine Kontaktliste, finde deinen Namen, sende dir dann ein Foto der Flasche. Danach beginne ich zu schreiben. Hey Kübi, ich muss gerade an dich denken. Das war doch die Plörre, die du uns beim letzten Mal als erstes angedreht und in höchsten Tönen angepriesen hast, oder? Okay, so schlimm ist das Zeug natürlich nicht. Wir latschen gerade durch Neukölln. Da hattest du doch zuletzt noch ein paar gute Tipps, wo man hingehen könnte. Ich habe die leider nur alle vergessen. Darum laufen wir gerade etwas orientierungslos durch die Gegend. Du wärst hier sicher eine große Hilfe. Aber ich versuche das Ganze positiv zu sehen. Wenigstens schleppst du mich dann morgen nicht ins Stadion. Halt die Ohren steif und mach keinen Mist, alter Sack. Senden. Ein Häkchen, zwei Häkchen, keine Antwort. Keine Antwort, da ich keine dieser Nachrichten geschrieben habe. Weil ich weiß, dass du nicht reagierst. Jedes Mal, wenn ich meine Kontaktliste durchscrolle, sehe ich deinen Namen, weil ich dich nicht einfach so daraus löschen kann. Ich sehe dein Anzeigebild und deinen Status. Ein Gladbach-Wappen und so ein abgedroschener Spruch von wegen Borussia mein Verein, worüber ich seit jeher den Kopf schüttle. Jedes Mal möchte ich dir schreiben, weil ich an dich denke, weil ich mich an etwas erinnere und jedes Mal tue ich es nicht. Weil ich Angst habe, weil ich befürchte, dass das doch albern sei. Ich würde dir gern sagen, wie viele schöne Erinnerungen ich mit dir habe, wie gern ich mit dir diskutiere und getrunken habe, wie gut mir deine unfassbar schlechten Witze getan haben, wie gern ich mit dir verreist bin, wie viel du mir bedeutet hast. Sachen,
die du wissen solltest, die ich dir aber nie gesagt habe, weil ich Angst davor hatte, dich in so einem Zustand zu sehen und ich daher am Ende zu wenig gesehen habe. Aber jetzt kann ich dir das alles nicht mehr mitteilen. Seit Mama mich anrief und mit ruhiger Stimme sagte, dass du nicht mehr bei uns bist. Und trotzdem bist du da. Denn jedes Mal, wenn ich durch meine Kontakte scrolle, sehe ich deinen Namen. Ich möchte dir schreiben, ich weiß aber, dass du nicht antworten wirst. Nur, vielleicht musst du das auch gar nicht. Vielleicht reicht der Gedanke, dass du irgendwo doch lesen kannst, was ich dir schreibe. Vielleicht kommt irgendwas von meinen Worten bei dir an. Also gehe ich jetzt an mein Handy und fange an, dir zu schreiben. Dankeschön.